Spielen steht. Achso, ich glaube Real Madrid, das hatte ich mal gesehen, die haben, glaube ich, eigene TV-Sender sogar, ne? Ja, Real Madrid TV gibt's. Und das ist ja sogar kostenlos, meine ich, ne? Ja, aber den Empfang kriegt man, glaube ich, nur mit Receiver. Ich meine, ich hätte den früher mal empfangen können. Echt? Ja. Map Update, okay. 15. Dezember, ja. So, mal Schalter umlegen. Achso, jetzt haben Spawnpoint gesetzt. Hier sind Knochen. Was haben wir hier? Hi, how do you like my new... Was? Appearances? Was auch immer das heißt. Wir sind Nieten in Englisch, es tut uns leid. Aber wir kennen natürlich die Pokémon-Story, also so ist es nicht. Das ist ein Schwein hier, oder? Ja, das ist ein Schwein. Als Fleckmon, ja. So, ja, ja, Hundi, jag mal. So, gibt's hier noch was hier hinten? Vielleicht irgendwie mal ein paar... Es sind doch bestimmt auch irgendwie mal Truhen versteckt oder so. Weil es war ja früher auch immer so, dass du da Pokebälle hattest. Ach, hier ja. Ist so ein Spawner. Greif mal an, Hund. Ja, Alvira. Danke, dass du jetzt gerade updaten musst. So. Was habe ich da? Rohes Schweinefleisch. Als... Oh, ist auch Fleisch. Ja. Als Fleckmann-Schwanz. Ja, genau. Fleckmann-Rute da. Und hier ist ein Tauros. Ja, genau. Oh, Tauros. Nee, Milchtank. Ja, Milchtank. Als Kuh natürlich, genau. Ja. Ja, okay. Und was hat das mal getroppt? 3 rohes Rindfleisch. Das sieht eigentlich ziemlich identisch aus. Tötest du die Tiere? Oh, ich hab das jetzt nochmal Spaß gemacht. Okay. So. Ich weiß ja nicht, ob wir es machen müssen. Ist eigentlich gut wegen Essen. Naja, das ist sowieso, weil die Spawner sind ja eh hier. Achso, der erklärt, dass die, glaube ich, mit diesen Stufen springen hier. Weil man konnte ja immer dann bei Pokémon hier runter und dann allerdings nicht rauf. So, was haben wir in der Truhe? Was wollen wir denn mit Nachtsicht? Und Erfahrungsfläschchen. Ja, 5. Toll. Mach doch einfach, nimm doch einfach 3 und gib mir 2 oder so, keine Ahnung. Ja, dann kriegst du dann beim nächsten Mal mehr. Ja, genau. Was machen wir mit diesem komischen Golbat-Urin? Was? Golbat? Ich brauch's nicht. Ich kann's gerne haben. Kann's gerne von Golbrat das Urin trinken. So. Hast die Erfahrung jetzt eingelöst, oder was? Ja. So. Ja. Aber was ich auch gerade so überlege, wenn wir die doch beide auf uns werfen, müssten wir doch beides kriegen, oder? Oder wie ist das? Stimmt. Ich glaube, das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. So, und dann sind wir jetzt hier in Rosalia City. Ja, also der englische Name ist mir sowas von egal. Cherry Grove. Kirchenstadt. Hitzenhausen. Kirchenstadt. Ist ja bei uns in der Nähe. Ja, das stimmt. Das ist hier in der Nähe von Kassel, eine Stadt. Da gibt es sehr viele Kirschen zum Essen. Wurftrank der Heilung. Wurftrank. Achso, okay, das ist ein Wurftrank. Den können wir dann auf uns beide werfen. Ah, hier ist die Ender Chest. Ah ja, das ist die Ender Chest. Da mache ich die Eisenbahnen, Gold und so rein. Ja, genau. So, hier oben wären dann Betten, wie es sich gehört für ein Pokémon Center. Da mach ich den Urin rein. Das Urin natürlich einmal. Ach, den Diamant auch. So. Stimmt. Na, es wird ja bald Frühling. Ich muss sagen, Kirschen esse ich eigentlich auch immer gern. Das ist... Ja, aber ich mag keine Kirschen, wenn die so aus dem Glas kommen. Das finde ich eklig. Na, das mag ich auch nicht. So, was haben wir hier? Dann lassen wir doch mal am besten gleich welche... aus der Stadt. Was war das denn? Wo ist denn da jetzt was hochgegangen? Keine Ahnung, bei mir nicht. Bin hier in das Haus reingegangen, da ging was hoch. So, was haben wir hier? Oh, hier ist was rausgefallen und zwar ein Steak. Okay. Ein Steak. Und da hinten ist ein Schaf in Form von
wie heißt denn das scheiß Vieh? Das Slam-Pokémon da. Ja. Keine Ahnung. Komm, ich hab Trank der Schnelligkeit gefunden, ja. Und Trank der Heilung. Wie wissen da überhaupt hingekommen? Hier, über die Ecke. Achso, hier über die Ecke, achso, ja. Stimmt. Naja, so sehe ich nichts. Und was will hier der Handel mit uns? Das ist ja jeder Verkäufer, hallo? Verrottetes Fleisch kriegst du ein Holzschwert. Für 10 kriegst du einen Eisenbarren. Für 1 kriegst du, ja, diese Flow Roads von. Für einen Goldbarren 5 davon. Ja, und das war's dann. Wollen wir aber nichts kaufen. Wo ist eigentlich mein Hund? Das ist eine gute Frage. Oder ist das meiner hier? Nee, hier ist der andere. Also ich weiß jetzt nicht, welcher ist, aber es sind beide noch da. Gut. Ja, und falls du Schaden erlitten. Aber Rotten Flash haben wir noch nicht, ne? Dass wir die dann zur Not füttern können. So, was haben wir hier noch für ein Haus? Hallo. Oh, da war auch wieder ein Wurftrank drin, aber leider nicht bekommen. Dispenser, ja. Ja, weil ich weiß auch nicht, ich traue mich auch nicht davor zu stellen, weil es kann ja auch eine Falle sein, dass da irgendwie so Gift reinkommt. So, ja, verabschiede dich mal. Ja, Tintenfische, wer wundert's? Natürlich den Tacher. Hier, wir haben noch nicht Surfer, ne? Achso, scheiße. Also wenn, dann müssen wir schon auch in die Pokémon-Regeln halten. Gut, dann bin ich jetzt quasi ertrunken. Ja, genau, du bist ertrunken. Ja, und das Gute ist ja, ich habe Kanimani, ne? Also müssen dann. Ne? Ich hoffe, Kanimani, also Impregator, dann natürlich später hält dann uns beide aus. So, was willst du denn handeln hier? Ein Leder, ein Gold, da kriegen wir Stärke Potion. Ach Quatsch, was ist denn das für ein Angebot hier? Das will ich aber nicht kaufen. Ah, hier haben wir ein paar Miltanks. Kommt mal her. Sind denn die Hunde schon wieder? Jawohl, wenn ich die mit meinem Fire Aspect Ding hier töte, ne? Ja. Dann kriegen wir gekochtes Fleisch. Ja, genau, das stimmt auch wieder. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. So, hier. Hunde, tötet doch mal. Wo ist denn mein Hund überhaupt? Warum tötet denn der nicht? Ist das hier meiner? Versuche ihn auch hinzusetzen. Und? Wo ist denn der Hund? Ja, erstmal lass mal die Kuh schlachten. So. Was haben wir denn hier? Aprikoko. Ist das meiner? Oh scheiße, ja. Jetzt habe ich ihm den Steak gegeben. Ja, es ist meiner. Jetzt ist meiner ein bisschen rattig, wie man so schön sagt. So, okay, was haben wir denn hier? Diamanten übersehen, ne? Was habe ich übersehen? Den Diamanten. Oh. Ah, ui, sorry. Take me more money. Okay. Route 30 sind wir hier. Aprikoko-Dings. Hi, my name is Kurt. I have a Aprikoko. Hä, das ist doch falsch, Kurt. Der kam doch aus Azalea City. Der war doch nicht hier auf Route 30. Also so viel weiß ich ja auch noch. So. So. Ne? Nämlich 2. Was ist das? Red Aprikoko. Also ich habe 2 Yellow genommen und jetzt haben wir noch Red. Dann nehme ich den Red mit. Und 2 sind noch drin. So. Dann schauen wir mal. Mr. Pokémons Haus Arnett. So. Was ist denn das überhaupt für ein Spawner? Taubsi. Was? Taubsi? Achso, ist Hühnchen wahrscheinlich, ne? Dann. Ja, Taubsi ist ja wohl eins der bekanntesten Pokémon. So, ja, Mist. Halt früher auch immer geil trainiert. So, was habt ihr hier? Pokémon Ei Schärfe 3. Da
kam doch Togepi eigentlich raus. Damals. Ja. Da hat so das Ei bekommen. Moment mal, wir können es ja mal versuchen. Hier, guck dir das mal an. Ja. Da, das Buch. Pokédex. Pokédex. Schauen wir mal. Das kann ich ja gar nicht öffnen. Steht Bann drauf. Bannstärke 2. Ja. Das ist auch eine Waffe oder was? Ja, ja, eigentlich schon. Nehmen wir mal mit. Wo ist denn jetzt das Spawn-Ei? Ich spawn's mal und dann versuch mal mit den Fischen. Vielleicht kommt da die Katze mit den Fischen. Hallo. Warum will denn das nicht? Hallo. Kätzchen. Ich sollte vielleicht auch erstmal was essen. So. Willst nicht? Kätzchen, komm mal her. Was? Ich glaube, das ist zu viel für das Kätzchen hier. Hallo. Das bin ich. Die Scheiße, du Drecksau. Das mag uns nicht. Yes, yes. Sollst du die hinwerfen oder was? Da ist eins. Will nicht. Das ist mir jetzt aber ein bisschen rätselhaft. Oh Gott, hier sind's die Spinnen erstmal alle hier wieder. Hallo. Hallo, Fischchen, lecker Fischi. Hast du den Fisch auch in der Hand? Ja, ich hab eine Hand. Nee, ich will doch den Fisch nicht essen. Frisst nicht. Oh, was ist denn das für ein blödes Vieh hier? Also zum Glück kannst du uns ja nicht davonlaufen, weil wir uns ja jetzt hier eingesperrt haben im Haus, aber irgendwie. Moment mal. So, vielleicht funktioniert es jetzt. Weil ich habe jetzt mal mein Fisch mal weggelassen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir beides versuchen wollen zu locken. Ja, jetzt rennst du schon mal weg, das ist schon mal gut. Weil so. Die muss ja so langsam angelaufen kommen. Ja, so. Ja, das sowieso. So. Na komm doch, versteck dich doch da hinten nicht. Na? Was ist das für eine Katze? Ja, Mautzi, würde ich sagen. Snoopy Cat, komm doch mal her, wenn das überhaupt Snoopy Cat darstellt. Jetzt rennt's weg hier, mein Gott, oh Gott. Rennt das jetzt? Jetzt sitzt mir hier eine Folge dran, wie schnappen uns hier eine Katze. Nimm das. Ich glaube, das will ich nicht. Ja, die Spinnen schauen auch schon draußen zu hier. Ja, Weberax, es tut uns leid, aber die Katze will nicht. Oh Gott, da läuft schon ein Knogger draußen auch rum. Ja, zur Not kriegen halt die Hunde rohes Fleisch, solange wir noch keine roten Flash haben. Ja, ich weiß nicht, ob es ist, also. Ja, warum jetzt wird denn so scheiße, das will ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Hält uns ja eigentlich auch nur die Creeper vom Hals. Ja, theoretisch schon. Und wir haben ja eh, dass die Creeper halt nichts kaputt machen. Au. Achso, du hast ja Feuer. Das stimmt ja. So, Hundis, jetzt geht mal ran. Au. Au, scheiße. Achso, wir sind im Adventure-Modus, das heißt. Oh, Alter, übel krass. Oh, scheiße. Hä? Der Hund brennt. Hä? Weg! Ich habe aber alle meine Sachen noch, ne? Ja, ich auch, weil wir im Adventure-Modus. Ja, dein Hund tötet.